Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kleiderkammer-Rückblick-Video. Heute mal ohne kleinen Einspieler, sondern beziehungsweise wir kommen einfach mal direkt zur Sache. Das übrigens Pullover, ich meine chilenische Armee, bekommt ihr bei Kleinanzeigen. Fand ich irgendwie cool, weil das auch mal Tarnmuster hat und von der Verarbeitung her und auch von der Passform her cooles Teil. Fände ich gut, kann ich empfehlen zu kaufen. Aber mache ich jetzt kein Video drüber. Wir kommen zu einer ganz anderen Geschichte. Wir haben nämlich heute erstens da den aufgeregten Hund. Der guckt natürlich wieder und beobachtet. Aber dann haben wir dieses hier. Das habe ich für euch vorbereitet. Und zwar, ihr habt das ja im Thumbnail schon gesehen, was es ist. Aber ich werde es nochmal eben nennen. Es ist der Bekleidungssatz kann man jetzt nicht sagen. Es ist nämlich nicht ganz vollzählig. Aber wir sprechen hier von den Flecktarn der belgischen Luftwaffe, die Anfang bis Mitte der 90er Jahre getragen haben. Zu der Historie, da verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung den allgemeinen Artikel von Wikipedia zum Thema Flecktarn. Da steht auch eine Abhandlung drin über Belgien. Da könnt ihr sicherlich noch weitere Informationen, wieso, weshalb, warum etc. pp. Finden. Oder vielleicht darüber hinaus, wenn ihr da Interesse daran habt, selber noch irgendwie per Google tätig werden. So, wir haben hier auf jeden Fall erstmal zur Linken die, ich nenne das jetzt mal Feldjacke oder Parka wegen mir, Einsatzkampfjacke, kann man irgendwie wahrscheinlich verschiedene Wörter für benutzen. Und dann rechts haben wir die dazugehörige Hose. Es gibt auch noch eine Feldbluse oder ein Feldhemd. Das habe ich mir aber gespart. Ich denke, die Ausführung wird relativ schlicht sein, was wir auch gleich, wenn wir auf die Hose kommen, zu sprechen kommen. Wahrscheinlich davon können wir es wahrscheinlich ableiten, dass diese Feldbluse nicht jetzt der Mega-Burner ist. Was richtig cool ist und was ich euch als erstes vorstellen werde, das ist hier diese Feldjacke, nenne ich das jetzt, oder ich nenne sie Einsatzkampfjacke. Ist auch egal. Wir sprechen einfach mal von der Jacke. Die finde ich interessant. Die ist sehr wertig gearbeitet. Die hat einen richtig schönen dicken Stoff. Hat die Hose auch. Stoffe sind gleich. Und ich finde die auch sehr funktional. Das ist ein cooles Ding. Wir gehen jetzt mal auf diese einzelnen Features ein, die wir hier bei der Jacke vorfinden. Und wir fangen mal wieder, wie immer, hier ganz oben am Kragen an. Wir haben hier zunächst einmal das Etikett, Firma Seintex hat das Ganze hergestellt. Das ist von 89. Die Größe haben wir da auch drin stehen. Mir passt die gut, sagen wir mal. Ich bin 1,83. Hab so Brustumfang, 110 ungefähr. Also alles, was da drunter liegt, passt die Jacke auf jeden Fall super. Wir haben hier eine Kapuze an der Jacke. Die ist manchmal, wenn man die gebraucht bekommt, nicht dabei. Ich habe auch wahrscheinlich schon eine Idee, warum die da nicht bei ist. Da gibt es nämlich nur eine Spezialität dran. Die Jacke ist hier knöpfbar am Kragen. Da beziehungsweise die Kapuze ist da oben angeknöpft. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir die Jacke, wenn wir uns von hinten angucken. Also Kapuze merken, wird noch ein bisschen was Spezielleres. Wir haben hier nämlich auch einen Reißverschluss im Kragen. Wofür der ist, kann ich euch gleich erklären. Hat was mit der Kapuze zu tun. Aber nicht so, wie ihr das jetzt erstmal denkt. Gut, dann haben wir hier ganz normal halt, wie man das so kennt, ne, den typischen Kragen. Wir haben hier einen ordentlich dicken Reißverschluss. Den kennt man auch von anderen Jacken, anderer Hersteller her. So sieht das ganze Ding aus. Das Ganze hat hier so eine Windflappe drüber, die allerdings nicht noch einmal mit Textil überzogen ist. Das heißt, die Knöpfe sind dann immer, liegen auf jeden Fall offen. Zu den Knöpfen mal eben gesagt, das sind hier diese typischen belgischen Knöpfe mit dieser Vertiefung in der Mitte. Die haben die schon seit, weiß ich nicht, ne? Im Kongo gab es diese Bauform der Knöpfe auch schon. Daran erkennt ihr eigentlich immer, dass das irgendwie aller Wahrscheinlichkeit nach aus belgischer Produktion kommt. So, ich mache die Jacke mal eben kurz auf. Wir schauen da mal rein. Was uns hier drinnen auffällt, wir haben eine Innentasche, die ist ziemlich geräumig. Da haben wir das auch einmal noch verriegelt durch so einen Knopf. Hier passt also wirklich ordentlich Material rein. Dann haben wir hier noch einen Kordelzug zur Taillierung der ganzen Geschichte. Nehmen wir auf die linke bzw. auf die rechte Seite, haben wir
im Endeffekt die selber Anordnung, auch eine sehr große geräumige Innentasche und natürlich auf der anderen Seite ebenfalls diesen Kordelzug. Ja, das war es dann schon von innen. Und von außen haben wir 4 aufgesetzte Taschen und das ist auch so für Belgien ganz typisch. Die haben gerne 3 Knöpfe nebeneinander und die haben manchmal auch sogar noch einen Knopf oben drüber, damit man da auch noch mal im Endeffekt den Abstand auch noch mal kontrollieren kann, falls man die Tasche halt sehr voll hat oder falls da eben weniger drin ist. Hat man sich hier bei dieser Ausführung gespart. Die Tasche selber ist auch, ihr seht das hier, die ist richtig geräumig, da geht ordentlich was rein. Was wir nicht haben ist, und das wäre mir auch jetzt bei diesem Baujahr schon sehr innovativ, wir haben hier keine Ablaufösen unten an der Tasche dran. Hat man aber bei solchen Modellen dieses Baujahrs eigentlich, ich wüsste nicht, wo man das hat. Das, sowas kam eigentlich erst später auf, meines Erachtens. Die Taschen sind, oberen Taschen sind schräg aufgesetzt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Der eine findet das gut, der andere findet das nicht gut. Anderen Leuten ist das wieder völlig wurscht. Also mir ist das egal, wie die Tasche ist, ob die gerade oder schräg aufgesetzt ist. Andere Seite im Endeffekt dieselbe Tasche. Was ich jetzt vergessen hatte anzusprechen, war, wir haben hier oben Dienstgradschlaufen dran. Die sind so ein bisschen, ne, also wenn man jetzt die Dinger von der Bundeswehr kennt, dann sind die hier so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen schlaksig, ne? Die entsprechen auf jeden Fall nicht der Norm, die man so kennt. Und sieht auch mit Bundeswehr-Dienstgradabzeichen, die vielleicht bis hierhin gehen und auch etwas dicker sind, sehen die vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Aber wir tragen diese Jacke ja jetzt erstmal im Zivilen und nicht bei der Bundeswehr, von daher kann uns das auch egal sein. Weiter nach unten haben wir ebenfalls diese aufgesetzten Taschen. Natürlich, wie man das immer kennt, die sind einfach etwas größer noch gestaltet, gehalten. Habe ich jetzt nicht ausgemessen. Ne? Hätte man auch noch machen können. Ist aber auch so, da kriegt ihr richtig Zeug rein. 3,5 Liter Dosen gehen da auf jeden Fall rein, um mal in dieser Kategorie zu bleiben. Und ganz unten an der Jacke befindet sich ebenfalls noch ein Kordelzug. Den hat man dann aber in der gummierten Ausführung gemacht, das ich ja auch immer ein bisschen besser finde, weil man dadurch einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität in der Jacke oder im Sitz der Jacke hat. Was hier allerdings nicht gegeben ist, man hat hier jetzt keinen Kordelstopper. Das heißt also, wenn ihr die Jacke unten zuziehen wollt, müsst ihr da noch dann in das Gummi wieder einen Knoten reinmachen, so dass der im Endeffekt hier dann an der Textilöffnung das Ganze bremst. Ist in Ordnung, ne? Ist jetzt nicht, wie soll ich das sagen, ist jetzt nicht die modernste Art und Weise, ist aber funktional, geht. Ansonsten rüstet ihr halt so einen Kordelstopper nach. Die Dinger kriegst du auch, was weiß ich, im Einzelhandel. Das ist kein Problem. Also bei eBay wirst du sowas kriegen. Oder wegen mir auch bei einem anderen großen Anbieter. Die Ärmel. Da haben wir auch auf dem rechten Ärmel so eine Tasche. Die ist hier, ne, auch ganz normal mit dem Knopf verschließbar. Ich habe es mal aufgelassen, dass ich ihn auffummeln muss. Von der Größe her, ja, ihr seht das, ne, was das ist. Fast vielleicht eine Schachtel Fluppen rein, aber auch nur vielleicht. Also für kleine Sachen irgendwie. Ärmelabschlüsse finde ich gut gelungen. Ne, sind schlicht gehalten. Einfach mit Klett das Ganze gemacht. Ja, von innen ist die Jacke hell, aber auch nur im Ärmel. Mal eben einmal noch mal schauen. Ja, der Rest ist dunkel. Das ist dann nur. Oh, warte mal, das können wir eben gucken. Mal eben schauen, wie das ist. Das geht doch schon ein ganzes Stück da rein mit dem Weiß. Aber ist von innen, wenn man da in den Ärmel reinschaut, hier ist sogar noch das. Hier ist sogar noch der Dings drin. Das Herstellerprüfteil, ja, dann fängt das da irgendwann an. Das ist also hier oben auch irgendwie noch doppelt genäht. Ah ja, hier sieht man es auch. Da haben wir diese Naht. Hier oben ist also, das ist also doppelt genäht, dieser Bereich. Da haben wir noch diesen Olivenstoff. Und hier unten geht das dann eben weiter mit dem, so gesehen, von innen hellen Stoff. Ja, bin ich jetzt selber überrascht, habe ich vorher noch gar nicht gesehen, dieses kleine Detail. Auf der linken Ärmelseite haben wir eine etwas tiefer gehende Tasche. Das heißt, man kann da etwas längere Sachen reinstecken. Hier halt so, sag ich mal, die typische Stifttasche. Ja, der Ärmelabschluss, ja, der ist natürlich
genauso wie auf der anderen Seite. Und ja, jetzt drehen wir das ganze Ding mal eben einmal um und schauen uns das mal an, wie das von hinten aussieht. Und da seht ihr auch schon das, worauf ich eigentlich jetzt hier eingehen möchte. Hier ist wieder einer dieser Knöpfe von der Kapuze. Die ist also 1, 2, 3 Knöpfe haben wir da. Und wir haben hier vorne diesen Reißverschluss. Diese Kapuze hier, wenn man die jetzt nicht da dran haben möchte, dann muss man die Kapuze irgendwo verstauen. Und jetzt werden einige denken, ah ja, da habe ich hier oben im Kragen, da kann ich die reintun. Und jetzt kommt aber das große Aber, beziehungsweise das geht gar nicht. Ihr könnt die da gar nicht reinstecken, weil das gar nicht dafür vorgesehen ist. Ich mache die mal eben ab. Ich zeige euch das mal, wovon ich da spreche. Nicht, dass ihr denkt, der Mann redet im Fieberwahn. So, hier ist die Kapuze abgemacht. Und jetzt gucken wir uns mal das Teil hier an. Ich mache das mal eben auf. So, warte, jetzt wird es ein bisschen hampelig. Sorry. Und jetzt gucken wir hier rein. So sieht das aus im Kragen. Und jetzt könnt ihr, ich mache das mal eben mit der Hand, ich zeige euch das mal eben. Jetzt könnt ihr hier hinten komplett reingreifen in die Jacke. Was ich jetzt hier feststelle, das ist natürlich auch noch schön, das habe ich mir so genau auch noch nicht geguckt oder ich habe es wieder vergessen. Wir haben das hier innen drin gummiert. Das heißt, dieser Rückenbereich auch bis auf die Schultern, nicht drüber her, bis auf die Schultern ist also gummiert, um das nochmal vor Nässe zu schützen. Und wir haben hier innen drin, das muss ich jetzt mal eben suchen, wo das war. Ach, warte, ich fummel hier mal eben rum und ich nehme... Ja, es tut mir leid, dass ich echt so schlecht jetzt hier auf diese Jacke vorbereitet war. Aber ich hatte das, ich habe die Kapuze nämlich da hinten rausgeholt und befestigt und danach nie wieder angefasst. Und jetzt habe ich das aber. Ich habe es auf dem Schirm, pass auf. Was ich gesucht habe, das war dieser Knopf, den habe ich gerade gesucht. Ich wusste nicht, dass der hier oben schon direkt angebracht ist. Der Knopf hat jetzt folgende Sinnhaftigkeit, dass ich nämlich, wenn ich die Kapuze nicht benötige, ich die gesamte Kapuze hier reinstopfe in das Rückenteil und die hier am Knopf fixiere, sodass sie da nicht runterfällt, sodass sie da in diesem Bereich bleibt. Ja, da hatte einer eine ganz tolle Idee, die aber in der Praxis total schlecht ist, weil wenn ihr die Kapuze permanent hier hinten, so sieht das ja letzten Endes aus. Die könnt ihr da nicht glatt hinten reinmachen irgendwie, dass die da total super drin ist und man da nichts von merkt. Ihr habt immer irgendwelche Knickfalten, irgendwas von der Kapuze permanent im Rücken. Das nervt natürlich. Und gerade wenn ihr einen Rucksack tragt, gibt das Druckstellen etc. pp. Also hat natürlich niemand diese Kapuze da hinten wieder reingemacht. Das heißt, das Ding, wenn du es nicht gebraucht hast, ist irgendwie immer in der Gegend rumgeflogen. Und ich vermute einfach deshalb, gibt es einige gebrauchte Jacken eben nicht mehr mit Kapuze, weil die irgendwo abhanden gekommen ist. Ne? Weil der Träger da sich vielleicht auch gedacht hat, ich brauche die gar nicht. Ich lasse die einfach komplett weg, leg die irgendwo hin. Ja, und nachher war sie dann einfach weg. Zur Kapuze ganz kurz. Ihr seht das hier, sind auch, beziehungsweise ist so eine Kordel angebracht, so dass ihr die dann auch noch am Kopf besser fixieren könnt. Ja, das ist der Hintergrund zu der Kapuze. Und das meine ich auch, das ist halt Quatsch. Ne? Hat einer gut gemeint, aber die letzten Endes in der Praxis dann einfach Käse. So, kurzes Resümee zu der Jacke. Die bekommt ihr ja im gebrauchten oder auch im neuen Zustand bei eBay. Die kostet so ja um die 80 Euro rum, auf jeden Fall in neu. Und da muss ich sagen, finde ich das vom Preis her vollkommen in Ordnung für das Ding, weil die ist absolut robust. Die wird mit Sicherheit niemals kaputt gehen. Und wer so ein Teil einfach braucht, um so ein bisschen, ne, das heißt so ein bisschen, wer damit losgehen möchte, in den Busch, wer Holz machen will oder irgendwie eine Arbeitsjacke braucht, irgendwie sowas, dafür ist das, glaube ich, eine ganz feine Geschichte. Und die werde ich mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal auf meinen Touren irgendwie anziehen und benutzen. So, das war jetzt die Einsatzkampfjacke, Parker, Feldjacke. Jetzt haben wir, hatte ich ja schon gesagt, ebenfalls noch diese Hose.
Und zu der Hose, da ja, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir haben hier wieder den typischen Knopf, den die Belgier immer benutzen. Ganz normalen Hosenbund hier oben mit diesen einfach ja, dünnen Schlaufen. Zwei Einschubtaschen hier an der Seite. Die sind recht geräumig, recht tief. Das ist alles gut. Von innen haben wir das auch noch in Tarn gefüttert. Bei der Bundeswehr ist das ja meistens einfach nur in Oliv. Und jetzt sehen wir hier schon mal etwas, wenn man das genau sich anguckt. Das ist hier halt eben Luftwaffe. Das ist jetzt nicht so sehr auf den Felddienst ausgelegt. Wobei die Jacke einfach super ist für den Felddienst, finde ich. Aber die Hose ist dann eben so ein bisschen, ja, da kommt nicht so viel. Ne? Wir haben nämlich an der Seite hier gar nichts. Wir haben da keine Tasche dran. Wir haben lediglich hier rechts eine aufgesetzte Tasche. Und diese Tasche ist auch nur mit einem Knopf zu verschließen. Also wir haben hier nicht diese Drei-Knopf-Ausführung, die wir ja gerne bei den Belgiern sonst haben. Die Tasche selber, die ist auch nicht riesengroß. Das ist so, ja, wie von der normalen Standard-Feldhose der Bundeswehr, die man halt so kennt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern die Bundeswehr auf diese IDZ-Hose, glaube ich, heißt das, ne? Inwiefern die da jetzt schon umgerüstet wurde. Aber ich denke, diese ganz normale Standard-Feldhose mit den Druckknöpfen wird es auch immer noch geben in der Truppe. Was wir hier entsprechend auch nicht haben, das ist irgendwie hier, dass wir da noch im Kniebereich eine Verstärkung hätten. Das hat man sich eben alles gespart. Der Hosenabschluss ist auch ganz simpel gehalten. Wir haben hier keine Kordel drin oder sowas. Also letzten Endes, die Hose kannst du dann ja, entweder so über dem Stiefel normal tragen oder du nimmst dann eben diese Stiefelgummis für oder Hosengummis. Ich habe doch tatsächlich den Ausdruck dafür vergessen. Ne? Das ist also auch schon irgendwie sehr merkwürdig. Muss ich nochmal googeln. Da habe ich neulich schon auf dem Schlauch irgendwie mitgestanden, obwohl ich die Dinger jahrelang benutzt habe. Ne? Aber ich. Hosengummis, Stiefelgummis. Ich weiß es nicht mehr. Es ist also sowas von bescheuert. Wir drehen die Hose einmal um. Zeige ich euch das Ganze nochmal eben von hinten. So. Übrigens hier. Schönen Dank an Firma Bausenwein für die edle Spende. Die haben nämlich immer bei ihrem Ladenlokal oder sehr häufig so eine Kiste mit alten Kleiderbügeln, die sie nicht mehr brauchen. Das sind aber auch dann nur solche. Da kannst du nicht viel mehr machen. Da kannst du eine Hose dranhängen und das war's. Aber hier für Präsentationszwecken fantastisches Teil. Also vielen Dank dafür. Wir haben dann jetzt die Hose von hinten. Wir sehen auch hier die Gesäßpartie. Die ist nicht irgendwie auch doppelt genäht, irgendwie verstärkt, wie man das sonst auch gerne bei Hosen hat. Das glaube ich, die normale Feldhose der Bundeswehr hat das auch nicht. Die ist eben auch so ein schlichtes Teil. Und dann haben wir hier hinten noch eine Hose auf dem Gesäß. Und die ist auch nur hier mit einem Knopf verriegelt. Ich mache die nochmal eben auf. Ja, deswegen habe ich gerade die schon geöffnet, damit ich da vernünftig reingreifen kann. Und ihr seht das hier, das ist so, ne, so ja, handbreit vielleicht. Und auch ja, so sieht man es, ne? So handtief. Da geht jetzt auch nicht das meiste rein. Aber ich kenne eigentlich auch nur ganz wenige Leute, die da hinten in der Tasche irgendwas drin haben. Es gibt ja die Fraktion, die ihr Portemonnaie immer hinten in der Hosentasche hat. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Sehe ich keinen Sinn drin. Ich setze mich damit auch ständig hin und habe keinen Bock, dass da immer irgendwie so ein Ding dann ist. Tut überhaupt nichts zur Sache hier. Damit habe ich euch diese Feldhose in Flecktarn der belgischen Luftwaffe von Anfang bis Mitte der 90er, denke ich, ausreichend umschrieben. Viel gibt es da nicht so zu sagen. Ist halt so eine Hose. Ne? Muss man nicht unbedingt haben, das Teil. Ich habe die halt nur gekauft, weil ich dachte, die Tarnung, ne, das passt halt von der Farbe her sehr gut zusammen. Und dann hast du das Ding eben komplett. Wenn man damit mal losgeht, ist das ja auch ganz nettes Gimmick irgendwie. Ja, um nochmal einmal eben kurz auf die Feldjacke zurückzukommen. Nochmal erwähnt, ich weiß, ich wiederhole mich. Das Ding halte ich für wirklich cool, für sehr gebrauchsfähig. Ist, glaube ich, eine schöne Jacke, mit der man viel machen kann. Für einen akzeptablen Preis im neuen Zustand. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder vom Camo-Baum. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst gerne, das ist immer super, weil die Kommentarspalte hier, die ist richtig klasse, beziehungsweise das macht richtig Spaß, das zu lesen, weil da immer viel Sinnhaftes dabei ist. Viele Leute, die eigene Erfahrungen damit haben oder noch irgendetwas zum Thema beitragen können oder einfach mal eure Meinung zu dem
zu der Jacke da, ob das was für euch ist, ne? Ob das einen Gebrauchswert hat oder ob ihr meint, oh, das Ding ist total scheiße, ne? Will ich gar nicht haben. Gerne damit in die Kommentarspalte, lasst gerne ein Abo da und gebt dem Video ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.